Tanja und die Izzy und ich sind heute mal wieder in Fashion Famous und machen heute die besten Halloween-Kostüme, die Welt jemals gesehen hat. Als erstes verkleiden wir uns als Skelette, okay. Hast du eine Vision, wie du dich als Skelett verkleiden möchtest? Oh, da muss ich erstmal ein paar Kilo abnehmen, glaube ich. Oh, warte, das ist eine gute Idee. Es gibt doch bestimmt diese Skelett-Modifications und ich würde mich gerne weiß machen. Vielleicht mache ich mich grau. Oh, das bist du gewesen. Du bist auch grau. Ah. Oh, nee, warte, hier gibt's weiß. Hier gibt's weiß. Ich werde ein Skelett. Okay. Oh, warte, vielleicht sind die Haare ganz cool. Das ist ein bisschen was anderes. Habe ich sonst nicht. Dann behalte ich meine Haare auch weiß. Skelette haben keine Haare. Wie jetzt? Skelette haben keine Haare. Skelette haben keine Haare. Merk dir das nochmal, Ronja. Was machst du denn? Nee, ich habe ein Haar. Mann, da hat jemand überhaupt keine Ahnung von Skeletten. Okay, also was gehst du dieses Halloween? Hast du ein Kostüm? Ja, ich gehe als Vampirmaus. Du gehst als Vampirmaus? Ja. Oh. Das klingt süß. Ich beiß die ganzen Leute in die Füße. Alles klar. Ich sage Süßes oder ich beiß dich. Ich würde wegrennen. Ich hätte Angst. Okay. Ich glaube, ich werde angezeigt. Wir sehen uns dann im Gefängnis wieder. Ich glaube auch, das kommt nicht so gut. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Das Skelett ist voll das Skelett Thema. Ist so schwierig. Ich brauche jetzt erstmal irgendwelche guten weißen Klamotten. Okay, das sind weiße Klamotten. Das sieht skelettig aus. Das Ding ist, du kannst nicht so viel machen als Skelett, kommt hier gerade meine Eingebung. Schwierig. Okay, warte, Kopfhörer kann ich noch? Die sind auch weiß. Entschuldigung, ich habe schon Kopfhörer. Wer macht mich denn da schon wieder nach? Okay, Entschuldigung, meine Kopfhörer fliegen hier gerade weg. Jump. Das ist zu Recht. Aber ich brauche sie gar nicht. Ich wollte sie gar nicht haben. Okay, warte, Schuhe. Ein Skelett braucht Schuhe. Und zwar leuchtende Schuhe. Hier. Ein Skelett braucht Schuhe? Die haben doch gar keine Füße mehr. Ja, aber das möchten sie ja vielleicht verstecken, damit sie nicht von anderen Skeletthassern hier erkannt werden, direkt als Skelett. Ja, selbstverständlich. Hast du da mal drüber nachgedacht? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber jetzt schon. Okay, ich bin ready. Bist du ready? Ich bin ready. Let's go. Woo! Basket Killin 2010. What? Okay. Weiße Haare, gruseliges Gesicht. Hätte ich aber vielleicht eher für Vampir genommen, weniger für Skelett. Die grüne Hautfarbe. Ich hätte eher für Zombie genommen. Vier Sterne. Aber das sind vier Sterne von mir. Ich auch. Ja, ich habe auch vier gegeben. Okay. Das kommt relativ früh hier. Wow, ha? Cool. What? Die Augen sind cool. Was für ein wunderschönes Skelett. Dankeschön, meine Fans. Wow. Wirklich gut. Okay, der nächste. Ey, ganz ehrlich, da kann ich, glaube ich, nicht mithalten, diese Runde. Das war wirklich gut. Der ist ein sehr gebräuntes Skelett. Der hat seinen Sommer auf Mallorca verbracht. Der kommt jetzt raus, das ist wütend. Der hat braune Knochen. Den fand ich ein bisschen schlechter. Dem kann ich nur 3 Sterne geben, weil irgendwie sieht der für mich nicht aus wie ein Skelett. Der hat auch so komische Panzerdinger am Rücken. Nur weil er aussah wie ein Krokodil? Ja, er sah aus wie ein Krokodil. Auch Skeletten werden. Die sieht cool aus. Die sieht gruselig aus. Auch mit dem einen schwarzen, einen weißen Arm. Wie hat die das gemacht? Rumguckt. Sehe ich aus wie ein Skelett? Ja, du siehst aus wie ein Skelett. 4 Sterne. Nee, ich wollte 5 geben. 5 Sterne. Wow. Oh, ein Skelett-Hase. Yeah, honestly? Cute, oder? 5 Sterne für Kreativität. 5 Sterne. Die ist schön weiß. Krokodil meintest du noch? Nee, Thema verfehlt. Ja, aber der war grün. Die war weiß. Die war weiß und sah aus wie ein Häschen. Das ist einfach eine Meerjungfrau, das ist kein Skelett. Es tut mir leid, aber der kann ich nur 2 Sterne geben. Alles Käse? Yeah! Die Hörner! Oh, damn! Hey! Okay! Also, was geht? Aber du bist ein trauriges Skelett. Oh! Adios! Coole Pose. Danke! Du bist so ein bisschen ein Teufelskelett. Ja? Ich fand deins besser, habe ich ja gesagt. Okay, der ist halt leider kein Skelett. Das sind wieder nur 2 Sterne von mir. Das tut mir leid, aber das ist eine Themenverfehlung, Mr. Dino RPG. Ich bin so aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Wer hat wohl gewonnen? Ronja! Zweiter und dritter Platz! Guck dir das mal an! Normalerweise, der Dino hat gewonnen, gell? Ich glaube es nicht. Der Dino hat gewonnen. Aber okay, hä? Guck mal. Wir waren richtig nah dran. Ja, stimmt. Alles klar, und die nächste Kategorie ist Vampir. Also suchen wir uns jetzt hier das vampirigste. Oh, das sind vampirige Haare. Das sind vampirige Haare. Oder? Ich guck mal, ob bei den VIP-Haaren was Gutes dabei ist. Hast du schon Haare? Nein, als ob du so schnell Haare hast. Ich bin ein emsiger Vampir. Okay, das Ding ist, mein Vampirbild ist leider ein bisschen davon beeinflusst, dass ich sehr viel Vampire Diaries geguckt habe. Echt? Echt, du auch?
Ja, ja. Okay, und das ist das Einzige, was mein Vampir-Image bis jetzt geprägt hat. Ich habe auch nie Twilight oder sowas geguckt. Es ist einfach nur Vampire Diaries oder nichts. Von daher, okay. Oh, warte, vielleicht kann ich die Haare nehmen. Die sehen gut aus. Ich versuche jetzt einfach das nachzustellen, was ich kenne. Und wenn es euch nicht gefällt, dann tut's mir leid. Ich gehe für ein schwarzes Outfit, glaube ich. Oh, warte mal, warte mal. Ich mache mir erstmal weiße Haut. Gibt's hier weiße Haut oder war die vorne? Jetzt würden die Zähne gut passen, ne? Ich sehe hier gerade, ne? Es gibt hinten tatsächlich einfach ein Skelett, also vom Körperbau her. Man hätte ein Skelett werden können. Das wäre nicht schlecht gewesen für letzte Kategorie, aber gut, wir sind trotzdem irgendwie auf die Treppe gekommen, also wir nehmen's. Dann hole ich mir jetzt hier so dunkle Flügel. Zack, zack. Ah, die hat jeder. Okay, na gut, aber dann habe ich die halt auch. Es tut mir leid, aber es ist, wie es ist. Wir haben nur noch 1,5 Minuten Zeit. Mein Gott, ich habe erst Haare und... Okay, nee, ich habe eigentlich Haare und ein Outfit. Ich brauche eigentlich nur noch Accessoires. Okay, eine Handtasche. Und irgendwas Glitzeriges vielleicht wäre nicht schlecht. So ein bisschen okay. Um die, Oh, warte, warte, da ist eine gute Kopfbedeckung. Will ich das? Ja, das will ich. Oh ja, das sieht gut aus. Okay, das ist nicht übel. Und dann, ich hätte gerne diesen blöden Effekt mit den schwarzen Herzchen, die nach oben gehen. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Schwarze Herzen? Es gibt so schwarze Herzen, die so um dich rumblubbern. Falls du weißt, was ich meine. Aber ich finde die nicht. Du hast die? Ich hab die. Ich hab die existieren. Ich habe noch 24 Sekunden. Sie sind im VIP-Bereich, Ronja. Oh, okay. Hier sind sie. Oh, ich sehe sie. Noch 18 Sekunden. Sie sind da. Kann sie nicht nehmen? Was ist denn das? Ich kann sie. Ach, doch, ich kann sie nehmen. Ha! Haha! Schnapp, schnapp. Okay, dann habe ich hier. Nee, das will ich nicht. Komische Mützen. Ich sag, ich bin okay. Ich bin nicht unzufrieden. Das ist ein solides Outfit. Das ist kein gutes, aber es ist ein solides Outfit. Zeit oh ist mein Gott! Um. Nein! Ich war nicht fertig. Du bist die Erste. Oh mein Gott! Und? Oh, die Hörner habe ich auch. Hey, das sieht gut aus. Okay, weißt du was? Was sind 5 Sterne? Ich habe ein bisschen besseres Gesicht als du, glaube ich. Aber ansonsten ein gutes Outfit. Sehr Teenie-Vampir. Danke, danke, danke. Du hast ein besseres Gesicht als ich? Ich habe ein besseres Gesicht als du. Oh! Ja, das ist so Standard-Gesicht. Okay, da hätte ich vielleicht noch irgendwie eine Kette oder sowas schön gefunden. Oder was für die Hände. Ich weiß, ich finde das cool. Das Outfit ist cool. Ich finde das Gesicht nur so Standard, weil das hat jeder. Okay. Okay. Ich mag die schwarze Haare. Ich mag die weiße Haut. Ich mag die fliegenden Arme, die ein bisschen vom Körper unabhängig sind. Klar, kennt man doch so von Vampiren. Das weiß jeder. Die haben... abgeschnittene Arme. Was ist denn das für ein Name? Kladderadatschpatsch. Kladderadatschpatsch hat leider ein bisschen einen Outfit-Fehlschlag. Weiße Haut, sehr gut, sehr gut. Könnten wir blaue sein. Beine, aber. Blaue Hose, ja. Das ist eine Hose. Oder hat er einfach blaue Beine? Das tut mir leid. Hose. Aber da kann ich nichts anderes geben als einen Stern. Der hat es nicht versucht. Okay. Okay, das Outfit hatten wir jetzt schon 3-mal. Das ist unser dritter identisch lookend aussehender Vampir. Die Hosen, die alles. Okay, ich gebe immer wieder 4 Sterne. Ronja! Hallo! Das wow. ist sick, oder? Ich bin voll der Fan von dem Kleid gewesen. Irgendwie sieht das für mich sehr vampirig aus. Die das Gesicht ist cool. Ja, richtig cool. Okay. Hey! Sehr gut! Ich glaube, das war's, oder? Was? War ich die Letzte? Die Herzen sind cool. Ah, was soll ich sagen? Habe ich lange für gesucht auch. Okay, ich sag, einer von den Vampirmännern hat gewonnen. Nein! Oh mein Gott, du bist Zweite! Stimmt, ich bin Zweite! Yay! Alles klar, und unsere letzte Kategorie für heute ist Hexe. Da brauche ich jetzt gute Haare. Ich bin früher als Kind richtig gerne als Hexe gegangen an Halloween. Ich hatte ein richtig hübsches Kleid dafür. Okay, ich habe hier lange Haare. Ich glaube, ich mache lange schwarze Haare. Ich glaube, das schreit für mich Hexe. Und dann suche ich mir einen Hut. Ich werde eine ärgerliche Hexe, sage ich. Okay. Okay, ich gehe wieder für die schwarzen Herzen. Ich glaube, die passen ganz gut. Aber ich suche mir jetzt einen Hut. Und das wird wahrscheinlich jetzt die nächste Minute dauern. Aber das ist halt leider kein Hexenhut. Das ist der einzige große Hut, den ich bisher gesehen habe. Nein! Das Ding ist, vielleicht kann ich den hier nehmen und so tun, als wäre es ein Hexenhut. Hey, der ist gar nicht so schlecht. Weißt du was? Ich nehme den. Okay. Besser als nix. Ich brauche irgendwo ein Outfit. Mir ist mittlerweile egal was. Ich brauche einen Zauberstab und ich brauche ein Outfit. Und wenn ich das schaffe in einer Minute, dann bin ich glücklich. Ich habe schon ein Gesicht. Stress pur.
Okay. Ein Besen wäre halt wirklich cool gewesen. Boah, ein Besen wäre so cool. Okay, aber Hexenoutfit, Hexenoutfit. Hier ist ein Oberteil, das nehme ich. Ich brauche eine Hose oder einen Rock. Beides okay. Vielleicht ein Rock. Vielleicht ist ein Hexending. Bist du ein bisschen altmodischer? Okay. Das sieht jetzt irgendwie aus, als wäre ich schwanger, aber man kann halt auch nicht alles haben. Und jetzt brauche ich nur noch irgendwie einen Zauberstab und dann schaffe ich es gerade noch so. Sind die da drüben? Hoffe ich. Nein, hier sind Männerklamotten. Sind hier Zauberstäbe? Nein. Wo sind Handtaschen? Irgendwie, ich verlaufe mich jedes Mal. Ich habe das Spiel schon so oft gespielt. Oh, hier. Okay. Zauberstab. Und... das ist kein Zauberstab, das ist ein Spiegel. Egal, ich nehm's. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und dann, Alright, ich bin ready. Das. Ja, das ist so viel besser. Okay. Ich hab's. Ich hab ein gutes Outfit. Ja, yeah, nice. Auf die letzte Sekunde noch. Vanessa ist die erste. Oh, den Stab habe ich auch. Der sieht gut aus. Die Augen sind gut. Das Outfit ist gut. Ich finde, ich sag, das sind 5 Sterne. Super aus. Ja, auf jeden Ich wüsste nicht, was man mehr machen soll. Ohne Mist. Sehr simpel, aber sehr, sehr cool. Ja. Sehr nice. Hübsch. Kladderadatschpatsch. okay. Das ist das, was ich meinte. Das ist die Unterwasserhexe. Es sieht cute aus. Meinst du, das soll quasi die von Ariel sein? So die böse Hexe, die die dann verzaubert? Ursula. Genau, glaub, aber die hat rote Haare. Ich weiß nicht. Ich habe 4 Sterne gegeben. Lesen kann. Ich weiß nicht. Ich fand, das Outfit war sehr süß. Und es war zwar eine Themenverfehlung ein bisschen, aber ich habe trotzdem 4 Sterne gegeben. Hier ist meins. Das ist deins. Mhm. Wow. Ich habe leider nur einen normalen schwarzen Hut nehmen können, weil mein cooler Rock, dein Gesicht ist sehr grimmig. Ja, weil ich eine grimmige Hexe Haare bin. Nice. Okay, Hexen sind nicht immer fröhlich. Nee, das ist wahr. Die können auch grimmig sein. Ja. Dino RPG 2 hat... Oh, okay. Hat leider kein Outfit. Aber Tintenfischarme dafür. Vielleicht wurde sie verhext. Okay, das sind leider nur 3 Sterne von mir, weil da fehlt auch noch ein Outfit. Ich find's gut. Okay, Victoria. Oh, der Rock ist cool. Da so ein Zauberstab oder sowas noch oder ein Hut, dann wären es 5 gewesen, sage ich. Aber ich gebe 4. Gut. Also ich finde, sie sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall gut aus, ja. Passt gut. Okay. Nice Thema. Richtig gut, gell? Die Leute machen voll gute Outfits dazu. Yeah, okay, und alles Käse? Oh mein Gott, hast du wilde Haare. Oh, mit der kleinen Fledermaus. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Oh, das ist ja voll niedlich. Du siehst so süß aus. Du hast auch so ein gutes Gesicht. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich liebe das Gesicht. Okay. Ray cute Williams. Machen. Ja, hä? Das sind 3 Sterne von mir. Ja, was fehlt? Das Gesicht eigentlich? Das Gesicht oder? Und... Ich glaube, Oberteil. Sie hat kein Oberteil an, oder? Sie hat nur den schwarzen Rock angezogen. Aber an sich ist es gut. Fehlt nur das Gesicht. Okay, das war's. Ich glaube, das war's, ja. Yeah! Ich sag, du hast eine gute Chance zu gewinnen. Dein Outfit war echt süß. Ich glaube, du. Okay. Ich habe gewonnen. Nice. Du bist Zweiter und... Oh mein Gott, ich fand die am Anfang, die fand ich auch richtig, richtig gut. Das ist voll das gute Ding. Das ist wirklich mal ein gutes Voting. Mhm. Oh, wir haben gleich viele Sterne. Aber easy, leider habe ich gewonnen. Irgendjemand muss ja gewinnen. So, das war's mit dieser Folge Fashion Famous. Diesmal mit Halloween-Kostüm. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt gerne mal in die Kommentare, als was ihr geht an Halloween, falls ihr geht. Oder falls ihr überhaupt geht. Keine Ahnung, kann ja sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und abonniert unbedingt den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Schaut bei Easy vorbei und macht's gut. Tschüss!